Verantwortung bedeutet für mich auch, mal jemanden zu verteidigen und auch mal hinter einem zu stehen? Ja, das ist eine gute Frage. Also jeder muss natürlich einschätzen, was für ihn Verantwortung bedeutet und wie er das dann umsetzt, ne? Leben besteht halt aus einem Stück Verantwortung. Ich denke, Verantwortung äußert sich, indem ich mir einfach einmal vorher über die Folgen meines Tuns oder Nichttuns im Klaren bin und auch bereit bin, für die Folgen einzustehen. Einerseits Verantwortung für meinen persönlichen Bereich, für Familie. Verantwortung bedeutet aber auch Schutz und Sicherheit für die Bevölkerung in Mohrenbrunn. Verantwortung steht bei mir jetzt an. Meine Frau ist in der 39. Woche schwanger. Bei mir ändert sich die Verantwortung gerade. Man muss Verantwortung leben wollen. Ja, ich glaube, man denkt oft über Verantwortung nach, weil man oft im Leben auch Verantwortung übernehmen muss. Seien es jetzt Kinder oder Haustiere oder für ältere Menschen in der Familie. Kann man lernen, man braucht aber einen sehr guten Lehrer. Da muss man immer dranbleiben, immer dabei zu sein. Sonst klappt das alles nicht so, wie du willst. Man wächst rein in so einen Verein. Ich bin hierher gekommen mit meinem Kind, weil ich im Kindergarten Fußball spielen wollte. Ich glaube, dass es wichtig ist. Man muss ein bisschen Verantwortung füreinander auch übernehmen, nicht nur egoistisch sein und auf sich schauen, sondern auch auf die anderen, auf die Mitmenschen. Verantwortung muss man bereit sein zu übernehmen. Ist ein schönes Gefühl, was da aufkommt. Wer keine Verantwortung trägt, macht keine Fehler. Ja, und wer Fehler gemacht hat, hat auch mal Verantwortung übernommen. Ich habe eine Schwimmgruppe, die ich im Breitensport leite. Und wir sponsern auch eine ganze Handvoll junger Sportler, die sehr ehrgeizig sind und es auch verdient haben, gesponsert zu werden. Ich denke, Verantwortung ist teilbar, nämlich in Deutschland zum Beispiel durch 80 Millionen Einwohner ungefähr. Und jeder, glaube ich, hat in seiner Aufgabe oder in seinem Leben etwas, wo er Verantwortung übernehmen kann. Das ist für mich auch im privaten Bereich so. Weil Verantwortung übernehmen heißt auch Egoismus sein lassen. Verantwortung, Verantwortung andere gegenüber, Verantwortung, dass jeder Recht auf Bildung hat. Ja? Jeder lesen und schreiben kann, so Grunddinge, die sind wichtig. Die Verantwortung liegt bei der Politik, aber primär ja auch bei uns alle selber. Oh ja, die Alternative wäre unverantwortlich. Ich finde es ein Stück weit eine menschliche Pflicht, Verantwortung zu übernehmen und nicht immer alles an die anderen abzuschieben und zu delegieren, sondern zu sagen, ich mach's, ich bin verantwortlich.